Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft Remastered. So, wir sind auf Char, müssen den Overmind platt machen. Haben hier aber schon ziemlich Ärger gehabt. Die Ressourcen werden allmählich auch knapp. Und ich weiß noch nicht genau, welche Taktik ich fahre. Also, die besten Voraussetzungen für einen guten Sieg. So, jetzt machen wir uns noch ein paar Overlords. Und ich würde gerne noch irgendwas zur Luftverteidigung hier hinstellen, weil irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass er mich da sehr bald beehren wird. So, fangen wir erstmal damit an. Und hier würde ich auch gerne einen haben. Und einen Overlord stellen wir dann auch hier hin, damit wir früh genug mitkriegen, wenn hier Blödsinn in Planung ist. Was war jetzt los? So. Was treibt der? Und ich glaube fast, ich werde mich für Lufteinheiten entscheiden. Ey, was treiben die denn? Alter Schwede. Okay, 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 okay. So. Hatte ich davon nicht mal auch drei? Von den Vernichter. Ich dachte, davon hätte ich auch drei. Naja, vielleicht habe ich mich geirrt. Ganz offensichtlich habe ich mich geirrt. Also der hat hier auf jeden Fall Größeres vor. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier eine Perma-Belagerung vor mir haben werde. So. Wir brauchen auf jeden Fall sehr bald Ressourcen. Kommt, ein paar Kandidaten kann ich schon mal da hochziehen. Er kommt die ganze Zeit von hier oben. Wo denn? Der hier wurde angegriffen. Okay, wir haben unseren ersten Wächter. Ich glaube, da mache ich fast Vernichter drauf. So, irgendeine Evolution ist abgeschlossen. Das hier. Na, davon wird die nächste Stufe höchstwahrscheinlich auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, er kommt die ganze Zeit von hierher. Da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da ist Party. Da habe ich das Gefühl, dass er daher... Vielleicht kriegen wir da auch Ressourcen, Leute. Weil das müssen wir tatsächlich jetzt auch noch so ein bisschen im Auge halten, weil... Ja, weil halt. Ihr versteht, was ich meine. So. Okay. Ihr werdet... Holy crap! Ja. Ich nehme ihn ganz schön auf meine... Was hat er denn vor? Will er mich nuken? Kann er das? Ich weiß es nicht. Hat der ein Nuklear? Dingensbummens? Vielleicht. Aber halt noch gar keine Upgrades auf die Lufteinheiten. Das ist halt echt bitter. Aber ich will es mir auf jeden Fall angucken, was da hinten ist. Und die ist auch durch. Ja, die mache ich jetzt als nächstes. Hilft nichts. So viel Zeit muss sein. Vielleicht warten wir sie nicht ab und aus euch machen wir noch
Vernichter. Einen können wir schon mal. Und du kannst auch. Dann haben wir 8 Vernichter und 8 Wächter. Könnten Spaß werden. Und einen Schwung Overlords hätte ich auch gern. Wenn er Kreuzer und ähnliches hat, dann bin ich eh total angeschmiert. Also, dann war es das eh. Aber für irgendeine Taktik muss ich mich jetzt schlussendlich entscheiden. So. Und die 3 Overlords, die ich jetzt hier gerade in der Evolution habe, die würde ich... Ach, wisst ihr was, machen wir das so. Machen wir das so. Vielleicht ein bisschen abseits vom regulären Weg. Ja, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Außer, dass ich jetzt hier total eingeschleimt bin und mich erstmal zurückziehen kann. Verdammte Axt. Weil so eingeschleimt gehe ich nicht los. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass wir ihm somit den Wind ein bisschen aus den Segeln genommen haben. Okay, das habe ich befürchtet. Wir haben keine Ressourcen mehr. Nix gut, nix gut, nix gut. Okay. Ich kann aber nochmal was bauen. Die Frage ist, was machen wir? So. Oho, er hat mir den Overlord eingeschleimt. Wie kann er? So. Okay, welches Team machen wir als erstes voll? Gut. Sowas habe ich doch fast befürchtet. Nicht gut. Sowas in der Art habe ich doch fast befürchtet. Ich glaube fast, dass ich als erstes die Vernichter fertig mache. Und danach die Wächter. Ich brauche unbedingt Mineralien. Die hier sind ratzfatz weg, das sage ich euch. Das tat weh. Das tat richtig weh. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt hier weggehe, dass er das zum Anlass nimmt, mich nochmal anzugreifen. Aber es hilft nichts. Wir müssen es versuchen, Leute. So. Mal, ob ich das nächste... Ja, kann ich. 250. Alles klar. Oh, der Mineral. Oh, 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 oh. So. Nice. Okay, hier haben wir auf jeden Fall dann. Hier haben wir dann auf jeden Fall die Möglichkeit zu Mineralien sammeln. Aber er leistet gut Widerstand, Leute. Er leistet wirklich gut Widerstand.
Oh nein! Oh. God damn it. Ey, so eine Scheiße. Ich habe jetzt natürlich nichts daheim. Ey, so eine Kacke. Okay. Die Wächter dürfen jetzt mal kurz hierher. Und hier muss ich mal ganz kurz aufräumen gehen. So. Ey, der hat jetzt hier wirklich, wirklich hart aufgeräumt. Aus euch. Boah, leck mich fett am Arsch. Puh. Das war knapp, Leute. Das war echt knapp. Das Problem ist, ich kann gerade noch nicht mal... Ich kann noch nicht mal wirklich... viel machen, weil ich hier erstmal ein Haupthaus hinstellen muss. So. Ihr dürft euch in Wächter. Vernichter. Hilft nichts. Und hier brauchen wir definitiv wieder Türme, Leute. Definitiv. Ey, die habe ich genau richtig abgefangen. Die haben wir genau richtig abgefangen. Okay, 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 okay. Ja, sowas habe ich halt echt befürchtet gehabt. Dass ich losziehen werde und er dann hier einen auf dicke Hose macht. Das war ja, das war abzusehen, dass das passieren wird. So. So. Du ebenfalls. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall gleich eine Base. Und ich würde fast sagen. Boah, blutet das hier alles. Ich muss halt auf jeden Fall sammeln, Leute. Es hilft halt echt nichts. Das tat auf jeden Fall weh. Und ich habe jetzt hier, glaube ich, nur eine kleine Nebenbasis kaputt gemacht. Das will ich hier mal erwähnt haben. Krass. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Okay. Aber allmählich geht das voran. Ich sammle halt keine Ressourcen mehr und ich habe fast keine Drohne mehr. Kranke Scheiße. Ah, okay. Ich bin hier auf einer Insel, ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich ist die Welt eine Insel. Theoretisch würde ich sagen, kommt von hier auch nichts mehr. Die nehmen wir jetzt mal mit hoch. Wenn wir hier nämlich auf einer Insel sind, dann werde ich eh nur noch von hier angegriffen. So.
mich gerade blind gemacht? Ja, hat sie. Top. Okay, 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 okay. Aber das schaut doch gar nicht mal so verkehrt aus, Leute. Jetzt bauen wir uns erstmal ein paar Drohnen wieder auf und danach müssen wir hier die Base mal absichern. Echt krass. So. Und dann machen wir hier wieder dicht. Hier schaut es eigentlich noch ganz gut aus. Ach du Heilige! Ach du Heilige! Holy crap! Ey, mir geht's grad gar nicht gut. Holy crap! Alter Schwede! Ey, das ist grad gar nicht gut, Leute. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Holy crap. Also der hat mir jetzt echt eingeschenkt, Leute. Der hat mir jetzt richtig, richtig, richtig hart eingeschenkt. Alter Schwede. Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber das wird eine richtig knackige Mission. Das garantiere ich euch. Ich hoffe, dass das hier oben jetzt soweit passt. Weil sonst weiß ich da jetzt auch nicht mehr weiter. Zerklinge sind Geschichte. Ey, alles vernichtet. Alles vernichtet, Leute. Heftige Scheiße. Heftige Scheiße. Ich würde mal gerne saven. Test. Gehen wir mal weiter. Hier sind Mineralien und hier ist Blutschleim. Vielleicht kann ich ihm hier ein bisschen... Kann ich ihn hier ein bisschen einbremsen. Ich meine, jeden Standort, den er nicht mehr hat, ist für mich ein Win. Ist auf jeden Fall ein Win. Ey, der Tank da hinten schon wieder rum. Ey, das ist doch einfach nur krass. Ich werde hier gerade komplett blind gemacht. So. Okay, die Base ist auf jeden Fall weg. So. Okay. Ey Leute, das ist echt heftig.
Ey, das ist echt heftig. Was der hier abzieht. Der hat mir gerade mein Haupthaus geplättet. Alter Schwede, wieso kann der so weit gucken? Ey, ich komme gerade nicht mehr klar. Ich komme gerade echt nicht mehr klar. Alter Schwede. Blutschleimpool schon wieder weg. Ich check's nicht. Wieso ist der gerade so gut? Oder bin ich gerade so miserabel schlecht? Okay, ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder aufbauen. Kein Schleim mehr, oder? Alter, du gehst mir gerade so auf den Keks. So. Heftige Scheiße, Leute. Okay, einen Schwung Wächter habe ich jetzt. Und einen Blinden. Overmind. Top. So mag ich es am liebsten. Blind. Und er baut sich hier schon wieder eine Base auf. Ey, ich brech ab. Ich brech ab, Leute. Unglaublich. So. Ey, die hat mir aber echt hart eingeschenkt. Richtig, richtig hart eingeschenkt. Kranke Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Hier war irgendeine Base. Overlord, du bist auch nicht blind. Alles klar. Schauen wir mal, was dort ist. Ich weiß es nicht. Und hier bauen wir mal ein paar Mutas noch, weil wir werden sie brauchen. Wir werden sie definitiv brauchen. Aber meine Zweitbase oben hatte bisher in Ruhe gelassen. Ich habe es wahrscheinlich gerade verschrien. Ey, überall geht's ab, Leute. Überall geht's ab. Aber ich glaube, das ist eine wichtigere Basis. Ey, alles blutet. Macht der gerade Nuklearstart, oder? Ich weiß gar nicht. So. Dem Weißen die Fähigkeit, Hydras zu bauen, genommen. Mal gucken, ob das... Ey, hier geht's gerade ab. Und er kommt mit Zerklingern. Als würde es kein Morgen mehr geben. Heftige Scheiße, Leute.
Aber ich verliere halt auch viele Wächter. Hau ab. Kann das sein, dass ich keine Overminds mehr, Overlords mehr habe? So. Mach den hier mal weg. Alter Schwede, ey. Ey, sowas Stressiges hat man nicht erlebt. Aber okay, jetzt haben wir ihm hier auf jeden Fall wieder gut wehgetan. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Aber von der Seite kam er auf jeden Fall recht gut mit Ding. Okay. Die Base ist... Die Base ist down. Okay, okay, okay. Leute verschnaufen. Gut geht's mir nicht. Aber ich lebe noch. Was fast einen anderen Wunder grenzt. So. Du kommst auch noch her. Und dann hier, Wächter. Und einen Vernichter von euch hole ich mir auch noch her. Gut, 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 gut. So. Wie schaut's mit den Mineralien da oben aus? Ja, läuft noch. Da könnte ich mal den Geysir anzapfen. So. So. Ihr kommt mal bitte hierher. Ihr seid jetzt offiziell das Dreier-Team. Holy crap, ich bin schon wieder voll über die Zeit. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.